Habt ihr jetzt einen Ton? Jetzt sollte der Ton da sein. Zumindest wird er mir bei mir hier angezeigt. Irgendwie hat das Mikro sich nämlich abgeschaltet. Kein Ton. Ich warte noch mal ab, ob ihr inzwischen einen Ton habt. Denn mein Mikrofon... Ja, heißt jetzt ist der Ton da? Ja, yay. Dann scheint der Ton jetzt da zu sein. Sorry, ich hatte nicht gesehen, dass das Mikrofon sich hier abgeschaltet hat, nachdem wir alles aufgebaut haben. Wenn nicht irgendwelche technischen kleinen Wehwehchen sind, ist ja alles gut. Oh, ich freue mich, dass ich schon einige in der Runde sehe. Hallo Ute, hallo Anke, hallo Rosmarie, hallo Sigrun. Hallo, ich glaube, Anke, hatte ich Anke schon? Hallo, Anke. Hallo, Susanne. Hallo, Carola. Hallo, Silvia. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Ich hatte auch eben nur einmal kurz Hallo gesagt. Ach, jetzt fängt das wieder an, dass mir die Nase juckt. Wollen wir hoffen, dass es heute ohne Niesen klappt. Okay, ja, ihr habt es vielleicht gesehen. Ab heute heißt das Ganze Stempelstunde, denn ungefähr eine Stunde plane ich immer ein, am Dienstagabend jetzt live zu euch zu kommen oder halt für diejenigen, die das nachträglich gucken, natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich immer über jeden, der reinschaut und ja, Stempelstunde, was Besseres ist mir aktuell erstmal nicht eingefallen, aber ich denke, das trifft es auch, denn wir wollen eine Stunde lang stempeln und gemeinsam kreativ werden. Also ich bastel hier ein bisschen was für euch als Inspiration und vielleicht habt ihr Lust, das dann nachträglich nachzubasteln, basteln, ach, reden muss man auch können, oder bastelt nebenbei auch ein bisschen mit irgendwie. Ja, super Name, das ist schon mal gut. Ich habe geguckt, es gab tatsächlich vor 9 Jahren schon mal jemanden, der eine Stempelstunde gemacht hat, irgendwie so in einem ganz kleinen Rahmen. Aber das ist 9 Jahre her und ich habe gedacht, ich könnte es auch Kunibärs Stempelstunde nennen. Aber ich finde Stempelstunde halt ganz passend, weil wir gönnen uns dann halt ein Stündchen hier abends gemeinsam. Okay, was sich nicht geändert hat, ist, dass ich mich riesig freue, dass so viele dabei sind, jetzt live und hoffentlich auch im Nachhinein wieder. Was sich auch nicht geändert hat, ist, dass es jedes Mal ein Angebot von mir gibt. Also ein Angebot, wenn ihr bei mir bestellt, dann bekommt ihr von mir ein Geschenk. Vielleicht noch mal kurz als Erinnerung, heute ist der letzte Tag der Celebration. Für diejenigen, die jetzt immer noch nicht bestellt haben in den letzten 2 Monaten, es ist wirklich der letzte Tag. Ihr habt bis heute Abend nur noch Zeit, über den Online-Shop zu bestellen oder schreibt mir ganz, ganz schnell eine E-Mail, wenn ich noch was für euch bestellen darf. Ich mache das sehr gerne, aber jetzt wird es Zeit. Ansonsten, ja, wie genau, machen wir jetzt hier jeden Dienstag weiter mit der Stempelstunde und ich habe ein Angebot, das hatte ich ja schon gesagt. Und das Angebot ist dieses Mal wieder, dass ihr, wenn ihr für 35 Euro bei mir bestellt, bis Sonntag, das ist, meine ich, der 5.3., könnte hinkommen, ja, dann bekommt ihr von mir das Materialpaket geschickt mit der Anleitung, um die Ideen, für die ich heute für euch bastel, nachzumachen, auch machen zu können. Was nicht dabei ist dann allerdings, ist das
Produktpaket und so, aber ihr bekommt die gesamten Papiere und ihr bekommt eine Anleitung. Wobei ich glaube, große Anleitung wird man außer den Maßen nicht brauchen, wenn man das Video zur Verfügung hat auch. Und für diejenigen, die über 70 Euro bestellen, gibt es auch wieder ein Geschenk. Und ich habe gedacht, ich fange gleich mal richtig an, denn ab morgen gibt es Neues. Das wird wahrscheinlich schon überall irgendwie von den Dächern geschrien. Ab morgen gibt es online-exklusive Angebote von Stampin' Up. Das heißt, für diese exklusiven Angebote gibt es keinen Katalog. Wie viel das sein wird, fragt mich morgen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, als dass ich sagen kann, es kommen neue Sachen. Ich werde morgen auch einen Blogpost dazu machen und sicherlich ein bisschen mehr Infos dann dazu haben. Aber aktuell sind wir Demos auch noch ziemlich ahnungslos. Nicht ganz ahnungslos, denn es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die wir vorab bestellen konnten. Und mit genau denen plane ich heute zu basteln. Und genau diese könnt ihr von mir auch bekommen. Zumindest eine Sache davon, denn wir benutzen neue Embellishments. Das sieht jetzt noch mal nichts aus. Ich zeige euch die nachher noch mal unter der anderen Kamera. Das sind, vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen, die nennen sich, dass ich das auch wirklich jetzt richtig sage, lose Akzente in satinierter Glasoptik. Das sieht jetzt ein bisschen wie schwarz aus, ist es aber nicht. Ich hoffe, ich kann die euch nachher ein bisschen besser zeigen unter der anderen Kamera und dann werdet ihr sehen, wie schön die sind. Die bekommt ihr bei mir zusätzlich zu dem Materialpaket bei einer Bestellung von mindestens 70 Euro geschenkt, als kleines Dankeschön. Genau, wenn ihr bestellen möchtet, könnt ihr das über den über meinen Online-Shop, den habe ich unten bei YouTube auch schon verlinkt. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail an koni@web.de schreiben. Ich helfe euch auch gerne bei euren Fragen natürlich. Ja, was habe ich jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? Es wird auch wieder was zu gewinnen geben, natürlich. Und das zeige ich euch gleich auch, denn ich habe gedacht, wenn wir hier heute schon neu starten, dann machen wir das auch gleich richtig. Und ich gebe nicht nur diese Akzente raus als Dankeschön für Besteller, sondern ich verlose heute auch brandneues Designpapier für alle, die bis kommenden Montag, also bis zum nächsten Live, unter diesem Live hier bei YouTube einen Kommentar hinterlassen. So, ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. Ich weiß, wir müssen nachher noch was verlosen. Erinnert mich gerne dran. Ja, ich habe es gesagt, es gibt ab morgen neue Produkte. Wir konnten einige daraus schon vorstellen. Eine kleine Vorschau habe ich schon gemacht in meinem letzten Video, was letzten Sonntag hier bei YouTube live gegangen ist. Da gibt es nämlich schöne neue Embossing-Folder. Da werde ich sicherlich noch mehr mitmachen. Die habe ich aber heute nicht dabei, sondern ich habe heute dabei eine neue Produktreihe und die nennt sich Faszinierend Floral. Ich komme schon völlig durcheinander. Also, wir basteln heute mit Faszinierend Floral. Ja, es wird wieder blumig, aber sind wirklich schöne Blumen, tolle Sprüche dabei. Und ja, ich denke, ich sage noch mal eben kurz Hallo an die, die dazugekommen sind. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Für die, die das nachträglich gucken, schreibt eure Fragen gerne auch als Kommentar bei YouTube rein. Ich lese alle Kommentare. Das ist auch noch nicht so schwer, weil das sind nicht so viele. Aber es ist einfach immer schön, wieder zu lesen, was da so kommt. Und ich freue mich über jeden einzelnen davon. In dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, freue ich mich natürlich auch immer über ein Abo. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal weiterverfolgen wollt, Infos bekommen wollt, dann abonniert meinen Kanal gerne und klickt diese kleine Glocke daneben an. Dann werdet ihr immer von YouTube informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder wenn ich live gehe, wie jetzt und die kommenden Dienstage. Gut. Wenn euch heute natürlich gefällt, was ihr seht, dann auch gerne hier einen kleinen Daumen nach oben hinterlassen. All das unterstützt mich sehr und darüber freue ich mich.
Gut, ich gucke nämlich noch mal um. Ich hoffe, ich habe heute alles dabei. Wir werden sehen. Und ich denke, dann starten wir. Ich schalte einmal um. Und hier, ups, ich muss mal kurz rüberrutschen, dass ich das ein bisschen besser machen kann. Hallo Madeleine und hallo Conny. Mensch, da sind ja ganz viele bekannte Gesichter wieder. Okay, das ist das Stempelset Florale Freundschaft und hier sehen wir halt zwei wunderschöne Blüten mit passenden Blättern und wie ich finde, total schönen Sprüchen. Ein Hallo geht immer. Eins auch in die Runde. Schöne Grüße, alles Gute zu deinem Tag. Das finde ich ganz schön. Das kann ein Geburtstag sein, aber natürlich auch was anderes. Und tausend Dank kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen für meine Dankekarten an Kunden, mit denen ich im Verzug bin. Seid mir nicht böse, es kommen noch Dankekarten. Und was will ich mehr? Ich habe doch dich, den finde ich irgendwie total nett. Manchmal hat man ja auch Menschen, denen man sowas gerne schreibt. Ein herzliches Willkommen auch an Diana, die heute das erste Mal dabei ist. Herzlich willkommen. Ich glaube, es sind einige heute neu dabei, was mich total freut. Und ja, willkommen in der Runde und willkommen zum Live. Hier unten ist noch so ein süßes kleines Blatt und daneben auch noch so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Flecken. Aber solche Flecken können wir ja immer gebrauchen. genau, wir haben passend dazu Stanzformen. Da seht ihr, ihr könnt die Blüten und diese Blätter hier auch ausstanzen. Aber ihr habt noch mehr, also das kleine hier unten könnt ihr auch ausstanzen. Aber ihr habt zusätzlich noch Blätter, die ihr so stanzen könnt. Ihr habt zusätzlich noch hier so kleine Blättchen zum Stanzen. Ihr habt diesen absolut coolen Kranz, Kreis, wie auch immer. Und diese ja, Streifenstreben mit Punkten zeige ich euch, weil machen wir heute was mit. Ich finde das ist ein total cooles Set, weil wirklich auch diese ganzen Stanzformen, allein mit den Blättern und diese Geschichten hier, für mich so universell einsetzbar sind. Ich habe da so viele Ideen auch für mit anderen Stempelsets schon, habe mich aber jetzt heute natürlich erstmal hierauf konzentriert. Hier ist das Designpapier und dieses Designpapier verlose ich bis zum nächsten Mal oder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal müsst ihr dafür einen Kommentar hier hinterlassen und dann verlose ich ein Paket von diesem Designpapier. Aber glaub mir, ja, die Versuchung ist riesig, Conny. Das wird noch viel schlimmer, wenn ich behaupte, nämlich davon braucht man mehr als ein Paket. Es sind 48 Blatt in dem 6x6 Paket, insgesamt 12 verschiedene doppelseitige Papiere, jeweils also viermal. Ich zeige die euch mal der Reihe nach, weil die so schön sind. Und ich weiß, dass meine Produktvideos euch oder die Produktvorstellungen zum neuen Katalog euch auch ganz gut gefallen haben. Und ich habe gedacht, wenn ich hier schon was Neues für euch habe, dann zeige ich euch das auch mal. Und hier sind wirklich so wunderschöne Farbverläufe hier. Ach, brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Absolut schön. Auch die Rückseite, da wird das wieder mit diesen Streifen und den Punkten auch aufgegriffen. Hier einmal die Vorderseite, auf der Rückseite so zart. Kann man immer gebrauchen. Insgesamt sehr zarte Papiere, aber total schön. Brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen, dass es so zarte Farben und mit ein bisschen Weiß absolut mein Ding ist. Hier sind auch noch mal die Blätter und auch die kleinen. Die lassen sich wieder mit den Stanzformen ausschneiden, genau wie die Blüten übrigens. Auch die könnt ihr mit den Stanzformen wieder ausschneiden. Für die, die wie ich nicht unbedingt gerne von Hand schneiden. Auch absolut schön hier die Rückseite. Insgesamt, wie ich finde, super schönes Papier. Wirklich traumhaft, dem kann ich nur zustimmen. Und ja, die erste schreibt es schon faungrün. Jetzt überlegt die eine oder andere, die Stampin' Up! Vielleicht noch nicht so lange kennt, faungrün.
kenne ich nicht. Und die andere sagt vielleicht, die schon ein bisschen länger Stampin' Up kennt, Moment mal, Pfauengrün hatten wir doch schon mal. Genau das ist so. In diesem Designpapier ist Pfauengrün mit drin. Und Pfauengrün ist eine Farbe, die wir einen sogenannten Wiederkehrer nennen. Wiederkehrer sind Farben, die mal in Colors waren und die so wunderschön waren und so wunderschön sind, dass wir uns freuen, dass wir sie wieder ins Programm kriegen. Wie genau das sein wird und was genau da alles kommt und so, dazu wird Stampin' Up! Uns Anfang März auch mehr Infos geben. Da kann ich euch heute leider auch noch nicht mehr zu verraten. Ich kann euch nur sagen, Pfauengrün ist ein wirklich wunderschöner Grünton und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist oder da sein wird. Ich wünschte, ich hätte heute auch schon mit dem Designpapier, mit dem Designpapier arbeiten wir heute natürlich, aber ich wünschte, ich hätte auch schon Stempelkissen und Farbkarton dazu gehabt. Vielleicht hätte ich irgendwo noch kleine Reste irgendwo hier in meinen Niederungen gefunden, aber ich habe jetzt gehofft, dass das ja wiederkommt und ich das dann halt wieder kaufen kann. Und ich glaube nicht, dass ich das Stempelkissen noch habe. Also müssen wir erstmal mit dem arbeiten, was es schon gibt. Und da sind ja auch noch andere Farben drin, nämlich hier zum Beispiel das Lindgrün, Osterglocke, dann Flamingorot und Blütenrosa. Von daher kann man alles machen. Und ja, leider traumhaft und nicht gut für mein Konto. Das denke ich auch jedes Mal. Aber es ist wirklich was. Aber auch das Produktpaket, glaube ich, ein Must-Have. Zu der Produktreihe gehört auch noch ein besonderes Papier. Das habe ich heute nicht verwendet. Das zeige ich auch heute erstmal nicht. Seht es mir nach. Es liegt da drüben. Aber ich glaube, wenn man das so im Ganzen zeigt, dann erschreckt das die Leute erstmal. Von daher zeige ich euch das ein anderes Mal. Ich zeige aber euch jetzt nochmal, und da hole ich sie jetzt mal ganz dicht an die Kamera ran. Oh, Rosemarie hat das Stempelkissen und den Farbkarton sogar noch. Dann hast du ja richtig Glück, dass du da noch drauf zurückgreifen kannst. Das hier sind jedenfalls, und ich glaube, jetzt kann man das ganz gut erkennen, diese Akzente. Die kommen halt so, ich würde mal sagen, Osterglocke, Flamingorot und Pfauengrün. Super schön. Und die bekommt ihr von mir dazu, wenn ihr bei mir für mindestens 70 Euro, Entschuldigung, bestellt. So, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Dann können wir ja Schluss machen, ne? Nein, natürlich nicht. Schlechter Scherz, ich weiß. Aber wir legen jetzt los und machen unsere erste Karte. Ich habe tatsächlich heute, ich sage jetzt mal total langweilig, 3 Karten vorbereitet. Aber Karten ist einfach das, was ich tatsächlich mit am meisten brauche. Und von daher, ja. Und ich finde, es geht ja vor allem auch darum, einfach mal zu gucken, was man machen kann. Das hier ist jetzt keine große Überraschung. Grundweiß extra stark für meine Karte. Der DIN A4 Bogen bei 10,5 bereits zugeschnitten und auch schon vorgefalzt bei 14,8, sodass ich jetzt meine Karte nur noch falten muss. Wir machen heute auch tatsächlich nur Karten in dieser Standardgröße. Das ist die Kartengröße, wie sie standardmäßig in den Normumschlag in Deutschland passt, wie auch immer. Ah, Ute hat auch noch die Rückkehrer. Ja, es gibt noch einen zweiten Rückkehrer. Da muss ich immer überlegen, ist es Lagunenblau oder ist es, Lagunenblau ist, glaube ich, der zweite Rückkehrer gewesen. Genau. Anke muss mit ihrem Enkel in Verhandlung gehen. Ich glaube, da hat jemand unvorsichtigerweise das Stempelkissen schon abgegeben. Aber wie gesagt, für die, die es nicht mehr haben, auch nicht schlimm. Wir können es ja wieder kriegen, bin ich ganz sicher. Und für die, die es noch haben, Glück gehabt, die können dann ein bisschen mehr Papier kaufen. Okay, Grundkarte. Und ich hatte es ja schon erwähnt, ich mag dieses Papier total. Und deshalb habe ich mir davon ein Stückchen geschnitten. Einfach mit diesen schönen Zweigen. Und das ist geschnitten in 7,5 x 10 cm.
einfach ein bisschen darauf geachtet, dass ich jetzt nicht hier unten was abschneide oder so, sondern dass ich den oberen Teil damit habe. Das wollte ich gerne haben. Ich finde die Rückseite auch schön, aber wir wissen ja immer, einmal muss man sich entscheiden. Und ich finde, da wir hier so ein schönes Motiv haben, brauchen wir gar nicht viel mehr. Ich bin ja immer ein Fan von einfachen, schnellen Karten und von daher unterlege ich das Ganze jetzt in Lindgrün. Er steht eh auf Rot. Na, dann wird dein Enkel ja hoffentlich das von Grün wieder abgeben. Das klebe ich mir also auf meinen Farbkarton in Lindgrün. Ich habe mir heute für euch, damit ich nicht wieder ewig schütteln muss, extra einen neuen Kleber noch aufgemacht. Einfach einmal ein bisschen mittig draufkleben. Und ich gehe dann ja gerne immer noch mal rüber, falls die Kanten so ein bisschen so. Das ist schon mein Anfang. Und ich habe Lindgrün gewählt, weil ich tatsächlich noch einen zweiten Bogen mir zurechtgeschnitten habe, nämlich auf 10,5 x 3 cm. Und da ist das Lindgrün mit dem Faungrün drin. Also hier unten sieht man noch so ein bisschen davon. Ja, wir brauchen dieses Mal die etwas dezentere Seite ohne Muster. Und darauf stempel ich jetzt meinen Spruch. Und ich habe mir überlegt, für diese Karte nehme ich den Spruch "Alles Gute zu deinem Tag". Ich habe mir den schon so ein bisschen gerade versucht, hier rauf zu kleben. Ihr wisst, jetzt wird es wieder spannend. Wie lange ist das dann her? Ja, schon eine ganze Weile, dass wir die Farben hatten. Müsste ich jetzt echt überlegen. Aber ja, mir geht es wie dir, Sigrun. Ich weine Lohnengrün und Seladon jetzt auch schon hinterher. Aber ich bin froh, dass wir dieses schöne Grün dann wenigstens wieder kriegen. Auch wenn es die anderen beiden nicht ersetzt. Aber vielleicht bin ich auch dieses Mal schlauer und lege mir noch Vorräte an. Aber ich werde definitiv mir von den beiden Farben, glaube ich, auch noch was zurücklegen, ja. Okay, alles Gute. Und das mache ich mir jetzt hier mittig und vielleicht ein bisschen eher nach unten. Stempel ich das. Hier, oh, Rosemarie ist voll informiert. Faungrün war Incola 2019. Nicht 100% gerade, aber wir nehmen es trotzdem so. Lagunenblau, ich weiß das auch nicht. Ich könnte nachgucken. Ich habe tatsächlich noch alle Kataloge hier, aber ich habe es nicht getan. Ich freue mich einfach, dass sie wiederkommen. Die Tinte zugelegt, ja, das ist auch schlau. Okay, wir sehen jetzt mal ein bisschen darüber hinweg, dass Constanze schief gestempelt hat und lassen das jetzt so. Und ich klebe mir das jetzt hier unten mit so ungefähr einem halben Zentimeter Abstand unten auf meine Karte. Jetzt habe ich mir das extra gedacht. Ich hätte das gut vorher vorbereitet, damit ich gerade stempel. Aber irgendwie, immer klappen kann es halt nicht. So. Ich habe ja auch definitiv allen jetzt schon empfohlen, gerade für Lohengrün und Seladon, sich in der Celebration noch damit einzudecken. Denn da gibt es dann wenigstens noch was dazu. Ne? Und ich ahne, dass wenn der Ausverkauf beginnt, dass spätestens dann die Letzten verstehen, dass sie es haben müssen noch. Okay, ich habe das jetzt schon mal so draufgelegt. Das ist nämlich der Plan dabei. Ich werde das hier jetzt oben drauf kleben und ich mache das mit Dimensionals, damit sich das noch ein bisschen mehr abhebt. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Das ist ja, das kriege ich so hin. Und jetzt hätte ich fast was vergessen, aber zum Glück nur fast. Denn ich nehme mir gleich
noch ein bisschen Band dazu. Ja, ich mache doch noch mal zwei mehr drauf. Wie immer sehr großzügig mit meinen Dimensionals. Und ehe ich das jetzt aufklebe, ihr könnt, egal wie oder was für Band nehmen, ich finde halt, lindgrünes Band würde sicherlich auch gut passen. Ich habe jetzt nochmal die weiße Kordel genommen und lege mir das hier einfach so doppelt rum. Hallo Dagmar. Schön, dass du auch dabei bist. So, und jetzt mache ich mir da, ich mache keine Schleife, nein, ich mache mir hier unten einfach einen Knoten rein. Ich habe das hier auch sehr knapp gemacht gerade wieder, sehe ich, muss man ein bisschen ziehen, denn ich brauche schon ein bisschen Band, um einen Knoten zu machen. So. Und ich mache den Knoten hier so ganz an der Seite, denn ich habe euch ja eben schon gezeigt, dass ich das darüber machen will. Aber ich muss mal ein bisschen weiter ins Bild kommen. So. Ja. Na, klappt es? Ja. Oder? Nein, es war kein Knoten. Oh, ich hatte mich so gefreut. Okay, auf ein neues. Oh, ich habe so viel gequatscht, dass es jetzt schon fast 8 ist. So. Einmal kurz schneiden das Ganze. So, und jetzt klebe ich das da so drauf und das Band ist so ein bisschen nur zu sehen und das ist genau das, was ich wollte. So. Die Pinzette zu. Oh Gott, mit einer Pinzette, ganz ehrlich. Wenn du sehen willst, wie jemand mit einer Pinzette nicht umgehen kann, Rosemarie, dann ist das diese Frau hier. Nicht wundern, die Hunde sind gerade reingekommen. Solange die leise bleiben, ist das kein Problem. Sie sind jetzt nur einmal, wie man hört das immer so schön, wenn sie über den Boden stapfen, aber ich glaube, die haben sich jetzt da gemütlich in ihr Körbchen gelegt und wollen einfach nur schlafen. Und wenn die Alarm machen, schmeiße ich die wieder raus. So, ganz schlichte Karte, das Designpapier steht definitiv im Vordergrund. Genau darum ging es mir. Und kleines bisschen können wir noch hinzufügen, weil wofür haben wir die hier? Ne? Ich hatte ja auch gesagt, die nutzen wir heute. Und da die lose sind, wie der Name schon sagt, mache ich mir... Oh, das war sehr viel. Das ist der Nachteil, wenn man mit frischem Kleber unterwegs ist. So, mal gucken, ob ich das ein bisschen aufnehmen kann, dass nicht mehr ganz so viel ist. So. Aber wir haben ja in Lodengrün hier diese tollen... Upsa, da will noch jemand mit. Du bist nicht dran. Dann klebe ich mir die hier in Lodengrün drauf. Ach. Momentan will das immer alles nicht so, wie ich will, aber danach frage ich nicht. Oh, das sieht auch noch mal viel Kleber aus. Ihr braucht tatsächlich nur ganz wenig Kleber dafür. So. Liebe Grüße an Mini und Buffy. Ja, für diejenigen, die das nicht wissen, Mini und Buffy sind meine beiden Mops-Mädels hier, die hier gerade
überlegen, wo sie sich jetzt niederlassen sollen. Okay, fertig ist die Karte. Ich hole nochmal hier, damit man den Akzent da unten so ein bisschen sieht, das Ganze ran. Und hier ist wirklich ganz klar das Designpapier der Fokus. Ja, ich hoffe, die Idee gefällt euch. Hier wäre das Ganze nochmal in gerade. Das war die erste Idee. Und da seht ihr schon, ich habe tatsächlich die zwei nebeneinander liegenden Papiere genutzt, um die Karten zu machen. Das ist dann ganz einfach, so dass man zwei Karten aus dem Bogen kriegt und man hat unten dann immer noch einen Streifen über. Das ist jetzt nicht dieser Streifen hier, aber, ne? Und ja, man kann das auch mit Klebepunkten machen. Ich mache es tatsächlich lieber mit dem Flüssigkleber, weil Klebepunkte das Ganze so ein klein bisschen anheben. Und genau, deshalb nutze ich das manchmal lieber mit dem Flüssigkleber. Denn jetzt ist es auch schon fest. Okay, das war Streich Nummer 1. Dann können wir loslegen mit Nummer 2. Für Karte Nummer 2 habe ich mir einen Bogen Flüsterweiß genommen. Und der ist 1 Zentimeter kleiner als meine Grundkarte. Meine Grundkarte habe ich hier natürlich auch. Das ist dasselbe, wie wir es eben hatten. Ich bleibe bei meinem Weiß. Ich komme da einfach nicht von weg. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Lindgrün mal nehme oder Blütenrosa, weil das sind ja auch zarte Farben. Aber irgendwie war mir dann auch wieder nach Weiß. Seht es mir nach. So, ich habe, wie gesagt, das Ganze 1 Zentimeter kleiner geschnitten. Das heißt 13,8 mal 9,5. Und nun habe ich mir die neue Stanzform genommen. Diesen Kranz hier unten. Und jetzt könnt ihr mal sehen, der Kranz stanzt sich aus dem Papier wie in ein Guckloch aus. Ihr könnt jetzt vorsichtig natürlich das hier auch abschneiden, weil es ist tatsächlich überall nur so an diesem Pünktchen befestigt und so befestigt, dass man die super auch noch wieder ein bisschen abrunden kann, dass man diesen filigranen Kranz auch alleine nutzen kann. Aber ich habe mich hier jetzt mal entschieden, dass ich das genau so nutze, weil ich das ganz schön finde mit diesem Durchguckeffekt. Und ich wollte aber nicht, dass meine Karte ein Loch hat, deshalb das da rein. Wie toll ist die Stanze denn bitte, schreibt Diana. Ja, absolut, absolut toll. Und ich habe mir dann in 9x9 einen Bogen von dem Papier wieder genommen. Und jetzt guck mal, wie schön das aussieht, wenn man das dahinter legt. Ne? Guck, Ankes Grundkarten sind auch immer weiß. Man kann das natürlich auch mit einem dezenteren Muster machen. Ich wollte gerne diese Blätter da drin haben noch, aber ich glaube, ist die Rückseite hier dezent? Ja, für die, die es lieber ein bisschen dezenter mögen. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch super einen Spruch reinstempeln einfach. Dann bräuchte es nicht mehr viel, vielleicht noch hier unten irgendwie eine Schleife oder so ran. Das wäre es schon wieder. Auf jeden Fall. Definitiv ist mein Plan heute, das zu machen. Und um das zu machen, gehe ich einfach auf der Rückseite meiner Stanzform am äußeren Rand so vorsichtig lang und mache ein bisschen Kleber dahin. Weil wie gesagt, wer den Tombow kennt, den Flüssigkleber, der weiß, dass der echt gut klebt und dass man davon nicht viel braucht. Und dann kann man ja hier super auf diesen kleinen Pünktchen noch kleben, damit sich das Innen dann auch nicht eventuell ablöst oder so. Wer mag, kann natürlich auch diese Klebebögen nehmen und dann gleich aufkleben, bevor man das Ganze durch die Stanz- und Prägemaschine schickt. Da wird dann der ganze Bogen Farbkarton einmal mit dieser Klebefolie
beklebt auf der Rückseite, dann wird gestanzt, dann wird das nämlich mit ausgestanzt und dann habt ihr praktisch wie so ein Aufkleber das Ganze. Hier habe ich das jetzt aber so gemacht und setze das dann oben drüber. Versuche nicht so viel hin und her zu wackeln, damit mein Kleber da nicht irgendwie hin und her rutscht. Und et voilà, ich finde, das sieht schon sehr edel aus. Man kann das natürlich auch ein bisschen mit Abstand machen, aber ja, da soll es hin. Aber nun habe ich mir natürlich überlegt, ich will ja die Blumen auch nutzen. Und deshalb habe ich mir mein Stempelkissen in Kirschblüte genommen. Ich mag Kirschblüte tatsächlich, auch wenn es in diesem Papier nicht dabei ist. Aber das stört mich nicht, denn man sieht eh nur die Grüntöne. Also kann ich hier jetzt meine Blüte in jeder Farbe, wie ich lustig bin, machen. Und genau das tue ich. Und Stempel in Kirschblüte. Da klebt es hinten noch was drauf. So, der ist, sieht ziemlich dunkel aus. Ich mache den mal direkt sauber. Für diejenigen, die das nicht kennen, der sieht zwar auch furchtbar dreckig aus, aber den nutze ich auch schon sehr lange. Das ist der Stempel-Schwamm-Chemie. Keine Ahnung, wie der irgendwie, ich weiß gerade nicht, wie das Ding heißt, aber ich wette, dass es jemand im Chat sonst weiß. Ich habe meinen einfach in der Mitte durchgeschnitten, weil er dann in meine Dose passt. Und der ist halt schon viel gebraucht, aber ich kann super damit meine Stempel noch reinigen. Denn ich brauche den nachher noch für eine andere Farbe. Und jetzt habe ich mir überlegt, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Leben bekommt, gehe ich ganz vorsichtig noch mal da rein. Ihr wisst ja, ohne Wischen ist immer bei Konstanze eher selten. Und wische nur so ein bisschen in der Mitte. Aber wirklich auch nur so ein ganz bisschen, damit das nicht so platt aussieht. Ich habe gar keine Ahnung, ob man das erkennen kann. Aber so ein bisschen hat die Mitte jetzt mehr Farbe. So, jetzt habe ich es ihr noch ein bisschen gegeben. So. Kann es mir auch mit Craftpapier vorstellen oder sogar grau oder andere dunklere Farben. Auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Jetzt habe ich extra gedacht heute, ich kurbel nebenbei. Dafür sollte ich aber dann auch meine Stanz- und Prägemaschine einmal kurz rüberholen. Ich hole sie mir rüber, aber ich kurbel jetzt nicht hier. Das ist mir dann doch ein bisschen zu kompliziert. Auch wenn ich die Kleine da habe, mache ich das jetzt einmal schnell mit der Großen. So. Man kann natürlich auch die Blüten stempeln, auch auf dem Papier, auf dem Designpapier. Man kann die Blätter stanzen, das kann man sicherlich auch nutzen, um die aus dem Papier auszustanzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, ich mache mir das jetzt immer so, dass ich mir so ein bisschen Washi-Tape nehme, weil das sich gut wieder ablöst und dann kurbel ich das Ganze einmal durch meine Maschine. Ich hätte auch alle Platten mitbringen sollen, dann wäre es besser gewesen. Ah, Konstanze sammelt wieder Kilometergeld heute. So. Seht es mir nach. So, jetzt kurbel ich tatsächlich hier nebenbei immer mal. Und jetzt ist es verrutscht, das war klar. Obwohl, nee, ich habe es ja geklebt, ne? So. Für die, die das nicht kennen, die Stanz- und Prägemaschine, schreibt mir gerne. Vielleicht würde euch dazu ein Video mal interessieren, wie das Ganze funktioniert, wo ich ein bisschen mehr dazu sage oder schreibe.
Ja. Jetzt bin ich doch ein bisschen verrutscht, aber gut, das ist jetzt so. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das hier so irgendwie drauf machen. Und dann habe ich mir in Weiß zwei der Blätter ausgestanzt. Und da nehme ich jetzt das Lindgrün. Man kann das auch in Lindgrün ausstanzen von vornherein, aber ich habe festgestellt, dass das mir dann zu kräftig ist, weil das ja alles so ein bisschen, ich sag mal, ungleichmäßig in den Farben ist. Und deshalb fand ich es für mich schöner, das ein bisschen zu wischen lieber. Und dann unten ruhig ein bisschen kräftiger als oben, damit das Blatt so ein bisschen, ich hole es euch gleich nochmal ran, bisschen mehr Farbnuancen hat oder ja. Ich zeige euch das am besten mal auf Weiß, dann kann man es, glaube ich, besser sehen als auf meiner Hand. So. Und diese Blätter, die lege ich da dann jetzt noch so ein bisschen drunter. Bevor ich meine Karte aber zusammensetze, muss ich einmal das hätte ich auch schon machen können, bevor ich das Papier dahinter klebe. Aber wir sind ja heute auch ein bisschen mutig zumindest. Aber jetzt an dieser Stelle würde ich meinen Spruch da doch noch draufstempeln, bevor ich ganz mutig bin. Und da kommt einfach mein schlicht und einfaches Hallo. Da ist es. Jetzt brauche ich nur noch mein Stempelklötzchen. Zweiter Versuch heute gerade zu stempeln. Ja, die gestanzten Blätter sind wirklich total schön. Und das Schöne ist, mit dem Färben kann man ja wirklich alles machen. Ich meine, dass ich ein großer Fan der Blending-Pinsel bin, das dürfte denjenigen, die schon Videos von mir gesehen haben, irgendwie schon mal aufgefallen sein. Könnte es zumindest. Aber eben weil man so wahnsinnig viel damit machen kann. So. Und ich stempel jetzt hier unten, hoffentlich einigermaßen gerade. Mein Hallo. Ja, geht doch. Darf nur nicht aufgeben. Und nun brauche ich meine Karte nur noch zusammensetzen. Und dafür klebe ich, wenn ich meinen Kleber finde, da, das hier auf meine Grundkarte. Und ich finde es halt schöner, da noch so eine Schicht tatsächlich extra zu machen, statt die Karte selbst durchzustanzen. Das kann man schon cool machen. Dann würde ich aber definitiv das wirklich als Guckloch machen, sodass ein Teil vom Inneren der Karte gezeigt wird. Da gibt es ja auch so richtig schöne Ideen bestimmt. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man das dann aufmacht, dass man dann das Innere der Karte da schon durchluschern sieht. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil dieser Kranz hier ja doch sehr filigran ist. Wenn ich jetzt meine Karte öffne, ist halt alles schön, schön weiß. So, dann kommt jetzt erstmal meine Blume drauf und die mache ich vorher ein bisschen kaputt in Anführungsstrichen. Ich lege mir die in die Hand und knitter die so ein bisschen, damit die nicht ganz so flach liegt. Ich bin ja immer ein Fan davon, noch gerne ein bisschen mehr Dimension reinzugeben. Das kann ich euch gleich zeigen und deshalb klebe ich die jetzt auch einmal nur mittig mit Dimensionals auf. Und da kann ich dann wunderbar gleich auch meine Blätter drunter schieben. So.
Und auch meine Blätter drücke ich so ein bisschen ein, dass sie nach oben kommen. In der Natur sind die Blätter auch selten ganz gerade. Ach je, jetzt meint ein Hund ein bisschen schnarchen zu müssen. Hört man das? Hört man meinen Hund schnarchen? Ich hoffe, wenn ja, nicht so laut. Und für die, die jetzt vermuten, dass das die große ist, die ältere von den beiden, nein, die liegt auf der anderen Seite und ist ganz ruhig. Ich glaube, die kleine liegt gerade ein bisschen ungünstig. Ach, sie kuscheln wieder zusammen. Ich liebe es, wenn sie das tun. Kann ich euch mal, wenn ihr mögt, mal ein Bild in die Storys schicken, wo die beiden da jetzt immer so zusammen kuscheln. Ach, ich mag es einfach. Es war nicht immer so, dass die zusammen in einem Körbchen liegen mochten. Gut, ist nicht zu hören. Gut, dann vergesst einfach alles, was ich zum Thema Schnarchen gesagt habe. Meine Hunde liegen hier ganz friedlich zusammengekuschelt in der Ecke und sind total lieb und nett. Und ich werde ein bisschen beäugt. Aber das kenne ich, weil das passiert mir hier öfter. Die sind immer in meiner Nähe, wenn ich hier oben bin. Karte Nummer 2. Da fehlt uns doch noch was. Na genau, wir brauchen doch wieder hier unsere kleinen Akzente. Und Tatsache ist, hier ist natürlich jetzt kein Kirschblüte dabei. Aber ich finde, Flamingo-Rot geht auch. Und dann mache ich mir hier einfach irgendwie mal so drei kleine Tupfen hin, wo ich der Meinung bin, hier kann ich auch hier raufsetzen auf meinen kleinen Kranz. Und hier unten nochmal. Zack. So. Ah, ich ahne schon, ich werde bei meiner ersten Stempelstunde schon überziehen. Und es wird mehr als eine Stunde werden. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Noch einen kleineren. Ja, das ist ein ganz kleiner, so ein mittlerer. Da ist noch einer, glaube ich. Genau. Zack. Wunderbar. Und ich denke, ihr werdet feststellen, dass das vom Farbton her auch passend noch ist. Und das ist Karte Nummer 2. Hab heute nichts mehr vor. Das beruhigt mich, Sigrun. Ich will euch auch nicht zu spät ins Bett packen, aber ne? Glitzer, nee, tatsächlich auf dieser Karte nicht, weil die ja so satiniert sind, sind die so ein bisschen matt, also nicht wirklich Glitzer. Ne? Okay, die Karte ist schon mein Favorit. Das freut mich, Conny, dann warte mal ab, ich habe noch Nummer 3. Und ich glaube, Nummer 3 könnte mein Favorit sein, aber die hier gefiel mir auch schon sehr gut, ja. Das hat auch echt Spaß gemacht zu machen. Ne? Das ist jetzt Karte Nummer 2. Und jetzt kommt Nummer 3. Und für Nummer 3 dürfte keine Überraschung sein. Habe ich auch wieder eine Grundkarte in Weiß. Das ist genau wie die anderen. Ja, ich finde die Steinchen auch total schön, eben weil sie so matt sind. Da kann ich Sigrun nur zustimmen, die sind wirklich traumhaft. Ich habe erst gedacht, so, na, so, weil die auch so lose sind. Aber die haben echt dieses Matte, das gefällt mir auch total gut. So. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, natürlich nutzen wir auch diese Streben und Streifen. Und die kommen jetzt. Die kann man theoretisch, wenn man eine längere Karte macht, auch einfach rausstempeln oder rausstanzen wie bei dem anderen. Für eine Standardkarte in Deutschland ist es so, wenn man dass es genau von einem bis zum anderen Ende reicht, dass man tatsächlich nur diese Streben hat. Und das war das, was ich wollte. Das ist sehr filigran.
Aber genau das fand ich super schön. Und ja, tatsächlich wollte ich mal nicht weiß auf weiß machen. Wozu auch? Denn wir haben ja wunderschönes Designpapier. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel. Und habe mir jetzt mal diese Mischung aus Blütenrosa und Flamingorot rausgesucht. Jetzt habe ich Kleber an den Fingern. Gut. Und das ist ein Streifen, der ist 14,8 mal 4 cm. Und darauf mache ich jetzt meine Streben. Und ich finde, das sieht total cool aus. Und ich freue mich, dass ich will kein weiteres Blumenset, aber ich glaube, ich kann nicht widerstehen. Ja, Mensch, Konstanze, was soll ich denn machen? Ich kriege hier auch immer so schöne neue, was ist Stampin' Up sagt, guck mal hier, wir haben was Neues. Und Konstanze sagt, oh, wie nett, das sind ja schon Blumen, aber ich wollte ja eigentlich auch nicht mehr so viel Blumen. Und dann denke ich mir, aber die sind so schön und die Stanzformen sind so toll dazu. Und dann kauft Konstanze die Blumen ja auch und dann muss sie die euch doch auch zeigen, weil die so schön sind. Und nein, Konstanze redet nicht dauerhaft von sich in der dritten Person, aber ja. Also auch hier kann man wunderbar das vorsichtig mit dem Flüssigkleber auftragen. Man kann aber natürlich auch hier wieder diese Klebefolien nehmen, diese Klebeblätter. Das ist so schön. Nur mal so ein bisschen. Wer keinen Platz mehr hat, sollte aussortieren, schreibt Anke. Es gibt immer wieder tolle neue Sachen. Ja, das kenne ich, das Problem. Ja, das Problem kenne ich. So. Und nun vorsichtig rauflegen, dass wir möglichst nicht so viel hin und her rutschen müssen. Und dann gerne auf der Rückseite noch mal kräftig drücken. Rosmarie, das Gute ist, man muss sich ja auch nicht trennen, aber es darf ja immer noch mal was dazukommen, weil es gibt halt immer mal wieder auch neue Schönste. Und ich finde alleine hier die Stanzform, ja. Okay. Das Ganze soll hier unten auf meine Karte, denn diese Karte öffnet sich jetzt zur Abwechslung mal so. Ich weiß leider. Ja, anbauen ist doch auch eine gute Idee von Madeleine. Okay. Hier unten soll sie dann hin. Und dieses Mal bin ich auch schon so schlau, bevor ich hier irgendwas klebe, habe ich hier meinen Spruch. Dieses Mal sind es die schönen Grüße. Und ich stempel übrigens, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, gerne in Anthrazitgrau. Man kann natürlich schwarz nehmen. Man kann das auch farblich passend machen. Ich finde Anthrazitgrau ist halt sehr edel und gerade für diese helleren Farben mag ich das oft lieber als schwarz. Ne? Noch ein paar Schubladen anfertigen lassen. Ja, das ist auch immer eine gute Idee. So. Schöne Grüße, kann man immer mal irgendwo hinschicken. Ich lege mir das hier einmal hin, halte mir das fest. Und oh, jetzt, das ist schon Hardcore hier jetzt. Ich hoffe, dass es gepasst hat und dass es nicht schief ist. Ja, ich finde, das sieht gerade aus. Was meint ihr? So. Ich finde, das Gute ist ja auch, dass so jetzt hier über Video oder bei Live-Veranstaltungen ist ja das Tolle, dass man die Produkte halt wirklich sieht und nicht nur irgendwie im Katalog und ein Beispiel dazu, sondern wirklich mal so ein. Ja, am liebsten würde ich euch auch alles einmal anfassen und ausprobieren lassen. Das geht natürlich auf die Entfernung schlecht. Da habt ihr aber die Chance zu. Wenn ihr tatsächlich das Materialpaket von mir bekommt, weil ihr bei mir bestellt habt, so einfach geht das, dann bekommt ihr das tatsächlich zum Ausprobieren. Allerdings sind dann natürlich die Stempel und
Standsform nicht dabei. Aber wenn jetzt jemand sagt, kannst du mir das schon mal vorab stanzen, weil stanzen darf ich. Das heißt, wer jetzt sagt, ich möchte in meinem Materialpaket das schon ausgestanzt haben, das würde ich dann tatsächlich auch für euch einmal durchnudeln. Das wäre gar kein Thema. Dann würde ich das euch ausgestanzt schicken, zumindest diese Geschichte und bei der anderen Karte hier diesen Bogen. Ich könnte auch die Blätter, aber dann müsstet ihr halt irgendwie eine andere Blume oder so mal gucken, was ihr in eurem Fundus da habt. So, das ist doch schon mal gut. Das könnte man fast so lassen. Aber ich hatte gesagt, wir brauchen die Blumen nochmal. Und genau das mache ich jetzt. Und jetzt nehme ich mir tatsächlich die beiden Farben, die drin sind. Das ist kaum noch zu erkennen. Ich weiß, das ist Blütenrosa. Und das ist tatsächlich Flamingorot. Und ich mache das jetzt so. Mir schon mal mein Papier hier nehmen. Ich stempel den komplett in Blütenrosa ab. Irgendwie, da ist er. Ab wann kann man das Set dann bestellen? Tatsächlich ab morgen. Morgen geht's schon los. Meerschweinchen und Rennmäuse. Oh, wie schön. Ach ja, wenn ich nicht hochallergisch gegen Meerschweinchen wäre. Ich hatte früher auch eins. Aber ja, das Set kann man ab morgen bestellen. Ich habe den jetzt komplett einmal in dem hellen Blütenrosa eingefärbt. Und jetzt gehe ich mit so einem Fingerschwämmchen in mein Flamingorot und tupfe mir das so am Rand entlang ein bisschen ab, damit das auch eingefärbt wird. Und ich gehe noch mal so ein bisschen vorsichtig in die Mitte und kann das so, wie man will, da drauf machen. Und wenn ich das jetzt abstempel, man könnte im Notfall auch eine Blume aus dem Papier ausschneiden, das stimmt, genau. Dann habe ich, wie ich finde, eine richtig, richtig schöne Blüte. Die Farbkombination und dieses Wiederaufgreifen des Mischens der Farbe gefällt mir persönlich total gut. Und weil mir das so gut gefällt, nehme ich jetzt auch nochmal die zweite Blüte dazu. Und mache genau dasselbe. Einmal in Blütenrosa und jetzt noch mal am Rand lang. Achso, ich komme mal wieder ins Bild hier, Entschuldigung. Noch mal am Rand lang mit dem Flamingorot und auch hier vorsichtig in der Mitte tippen. Wenn ihr kräftig drückt, dann habt ihr halt so einen richtigen Punkt da, das wollt ihr nicht. Also lieber so ein bisschen bisschen vorsichtiger. Ihr könnt auch noch mal so ein bisschen drumherum oder so, aber das geht schon. Und dann nehmt ihr nämlich im Grunde diese Farbkombination wieder auf. Und ja, Flamingorot ist eine schöne Farbe. Die ist richtig, richtig schön. Ich entdecke die auch immer wieder. Von Zeit zu Zeit vergesse ich sie mal und dann benutze ich sie wieder und denke, schade, irgendwie, die ist doch total schön. Warum benutzt du die nicht mehr? So, und jetzt muss ich nochmal wieder kurbeln, damit wir das für unsere Karte dann auch gleich haben. So, manchmal muss man das nochmal drehen, weil... Okay. Ich bin heute irgendwie hier unten nur zugange, ne? Es kommt, weil das Licht so weit hier rüber steht. Ich bin jetzt schon mit der Stirn fast da dran, damit ich was sehen kann. Aber... Kriegen wir schon hin. Und hier, das finde ich, kann man ganz gut erkennen. Da ist nämlich so ein Ding oben, so ein Bup-Bup. Und das ist hier auch Bup-Bup oben. Ich hoffe, ihr versteht mich mit dem Bup-Bup. So, dann brauchen wir noch einen Streifen. Warum habe ich die so weit nach hinten gelegt? So. Ich benutze diese Schreiben schon tatsächlich öfter. Also eben, weil die sich dann tatsächlich auch immer besser
lösen lassen wieder. Das war das Wort. Ja, das ist eine gute Idee. Am besten das Produktpaket kaufen, weil wenn man das Produktpaket nimmt mit den Standsformen und Stempeln, dann spart man ja immer 10% gegenüber dem Einzelkauf. Das ist ja immer was und die ganze Produktreihe lohnt sich da, glaube ich, auch. Auf jeden Fall ist meine Empfehlung, das Papier und die Steinchen noch dazu zu nehmen. Ich werde auch mit dem anderen Papier noch was machen. Aber für meine Ideen heute passte das nicht so 100%. Da kommen sie jetzt ausgestanzt. Und eine Sache habe ich tatsächlich dafür jetzt aber schon vorbereitet. Aber ich wollte heute mal zeigen hier, wie gut das klappt. Und wollte tatsächlich auch die Blümchen, die wir hier gestempelt haben, nehmen und nicht immer alles vorbereitet haben. Und wenn ich die jetzt hier rauf mache, dann sieht man schon, wie schön das zusammenpasst. Und ich wollte aber trotzdem noch Blätter haben. Und die habe ich tatsächlich vorab vorbereitet. Und da bin ich jetzt ein bisschen von dem Grün weggekommen, weil ich habe mir überlegt, dass Sahara-Sand da total gut so aussehen würde. Und mein Stempelkissen in Sahara-Sand ist noch ziemlich saftig und das heißt, ich habe den zweiten Abdruck genommen. Wenn eures nicht mehr so saftig ist, müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren, dann geht das auch ganz gut. Und auch hier darf erstmal alles wieder ein bisschen geformt werden. Einmal in die Hand gedrückt. So, und auch die große. Und dann werde ich die große direkt aufkleben. Die ist dann so ein bisschen im Hintergrund. So, und dann suche ich mal wieder, da sind sie. Meine Dimensionals und mache mir hier wieder zwei Stück drauf, aber nur in der Mitte, damit das ein bisschen übersteht. Setz die daneben, nach Möglichkeit natürlich ohne meinen Spruch zu überkleben. Jetzt habe ich euch das vorhin gar nicht gezeigt, wie das ist mit dem ein bisschen abgesetzten. Das zeige ich euch sonst hier, denke ich, gleich nochmal. Und dann kann ich die hier so darunter schieben. Zur Produktreihe gehört das Produktpaket, das heißt die Stempel mit den Stanzformen. Dann gehört dazu das Designpapier, die Steinchen und ich glaube, das andere Papier gehört auch dazu. Ich hole euch das jetzt doch gleich mal. Ich meine, dass das auch zu der Produktreihe gehört hat. So, das ist meine Karte Nummer 3. Und hier, ich habe ihn jetzt nicht bereit liegen, aber das kann ich euch bei meinem Beispiel zeigen, was ich vorbereitet hatte. Da ist es nämlich, und ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, das sieht man ja leider sowieso nicht so gut. Hier habe ich tatsächlich in der Mitte der Blüte noch geglitzert und habe ein bisschen Wink of Stella drauf gemacht. Na? Das fand ich halt auch sehr schön passend. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich mein Favorit, weil mir das mit den Blüten so unheimlich gut gefällt, die so zu stempeln. Und wie gesagt, wenn ihr das sehen könntet, wie schön das jetzt hier in der Mitte noch glitzert, aber ich kriege es einfach nicht so sichtbar hin. Ich kriege es nicht hin, ne? Man sieht es einfach nicht glitzern.
Das müsst ihr euch halt vorstellen. Okay, ihr habt ja alle Fantasie. Dessen bin ich mir sicher. Und damit sind wir dann auch mit den drei Ideen, die ich heute dafür für euch habe, tatsächlich schon am Ende. Und ich habe es nur knapp überzogen. Von ganz einfach, obwohl die Karten sind letztendlich alle nicht schwer zu machen. Ein bisschen muss man halt aufpassen mit diesen etwas filigraneren Geschichten, aber ja. Wie gesagt, die Produktreihe könnt ihr ab morgen bestellen. Ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr wisst, dass ihr sie haben wollt, die Bestellung natürlich schon heute schicken. Ich gebe sie dann direkt mit auf. Und wenn ihr für 35 Euro mindestens bestellt bei mir, dann bekommt ihr das Materialpaket, also Designpapier, Farbkarton und gegebenenfalls, wenn ihr möchtet, auch das Ausgestanzte, wie gesagt, gerne schon geschickt. Und bei 70 Euro bekommt ihr von mir auf jeden Fall auch noch diese schönen, die hier gleich wahrscheinlich das ganze Zimmer fliegen. So, diese schönen Akzente und da sind reichlich drin. Ich habe keine Ahnung, 360 Stück in 3, 4 und 5 mm. Also da kommt ihr sicherlich eine gute Weile mit hin, ne? Das, mein Angebot für das Materialpaket und das hier gilt bis Sonntag. Bei Stampin' Up! Ist es so, dass man die Sachen bis auf Weiteres bekommen kann. Es gibt augenblicklich dafür kein von Stampin' Up! Genanntes Datum, bis wann man sie kriegen kann. Es ist erstmal unbefristet. Es ist nicht, solange der Vorrat reicht oder so, sondern tatsächlich ist das für länger geplant. Es sei denn, dass es sich gar nicht verkauft, aber davon gehe ich mal auf. Und davon gehe ich mal aus. weil es wirklich wunderschön ist. Und dann hat Stampin' Up! Auch gesagt, werden sie nachproduzieren. So, jetzt schalte ich nochmal wieder eben um, dass man mich nochmal sieht. Und ich habe festgestellt, ich habe mal wieder vergessen, auszulosen. Aber beim letzten Mal gab es die Kordeln, diese Basic-Kordeln zu gewinnen. Und ich mache das mal eben ganz kurz am anderen Rechner. Gebt mir eine Sekunde. Unterhaltet euch zwischendurch. Wenn ihr Fragen habt, ich bin gleich wieder da. Falls die nicht von jemand anders beantworten kann. So. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie viele Kommentare wir bei dem letzten hatten. Das waren ja die Celebration-Lieblinge. Da gibt es 6 Kommentare. Okay, danke für eure Geduld. Also ich habe jetzt aus den 6 Kommentaren, ich habe so das Gefühl, na, die Kordeln waren nicht ganz so euer Ding. Aber wie gesagt, diesmal gibt es das neue Designpapier. Und selbst wenn ihr es bestellt, ihr braucht es sowieso ein zweites Mal. Also gar kein Problem, weil von diesem Papier kann man nicht genug haben. Also hinterlasst gerne einen Kommentar bis zum nächsten Live am kommenden Dienstag. Und ich habe ausgelost außerdem aus diesen 6 Kommentaren gewonnen hat Petra Teichmann. Melde dich bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Dann schicke ich dir die Kordeln gerne zu. Dafür brauche ich deine Adresse. Also, ne? Genau. Okay, habe ich noch was vergessen? Ich gucke noch mal schnell nach.
Ich freue mich, dass euch die Karten gefallen. Oh, Doreen ist ein bisschen spät dran heute, aber es macht nichts, weil man kann sich das alles ja noch nachträglich angucken und von daher bist du nicht zu spät. Ne? Ich kann mich für keinen Favoriten entscheiden, das ist nicht schlimm, muss man auch nicht. Genau, nochmal zur Erklärung. Also das Produktpaket sind Stempel und Stanzen. Wenn man das zusammenkauft, kriegt man die mit 10% Rabatt. Die Produktreihe beinhaltet das Produktpaket plus Designpapier plus Steinchen plus... Genau, das Papier wollte ich euch noch kurz holen. Und da sage ich euch gleich, ich glaube, das muss man dosierter genießen. Das heißt glanzvolle Natur. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es zu der Serie gehört. Aber es würde von der Sache her so ein bisschen passen. Und das sind jeweils zwei Bögen. Und ich schalte noch mal eben auf die andere Kamera um. So, warte mal. Na, jetzt. Das sind noch mal die Ideen von heute. Wie gesagt, ich finde, man muss sie ein bisschen dosierter einsetzen. Es ist halt hier in diesem Fall so kupferbeschichtet und weiß. Das finde ich ganz cool auf jeden Fall. Silberbeschichtet auf weiß. Und dann nochmal Gold auf. Das erkennt man wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Das ist aber Vanille. Wenn ich euch jetzt ein Weiß dagegen halte, dann seht ihr, jetzt kann man es, glaube ich, erkennen. Ne? Ich glaube, das gehört zu der Produktreihe noch dazu, wobei man ganz ehrlich sagen muss, wenn man die Produktreihe kauft, ist es nur einfacher, weil man nur eine Bestellnummer hat. Ansonsten ist da auch dieselbe Ersparnis nur drin wie bei dem Produktpaket. Also wenn man alles einzeln kauft, das Produktpaket und die Sachen einzeln, dann ist das kein Preisunterschied. So, ich hoffe, ihr könnt gerne noch überlegen, welche Karte euch am besten gefällt. Ich kann mich auch nicht so wirklich entscheiden, weil ich finde, sie haben alle was. Ich finde tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, würdet ihr vielleicht sowas hier auch mal an einen Herren, an einen Mann schicken? Womit wir dann bei dem Thema Herrenkarten oder Männerkarten sind. Das kommt, ich habe es euch versprochen, es kommt diesen Monat noch, das habe ich euch versprochen. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute zum Start meiner neuen Stempelstunde, an deren Aussprache ich mich noch gewöhnen muss, zeige ich euch erstmal das, was neu kommt. Und das gibt es ab morgen, könnt ihr das bekommen. Das heißt, ab morgen kann ich es bestellen. Das heißt, ihr könnt mir ab sofort eure Bestellung schicken, um meine Geschenke dazu zu bekommen. Ihr könnt meinen Online-Shop gerne jederzeit nutzen. Falls ihr euch wundert, ich habe es auch dazu geschrieben, die Materialliste, die ich sonst immer bei YouTube unten reinpacke, die wird ab morgen dann tatsächlich auch da drin sein. Das werde ich aber morgen im Laufe des Tages erst machen können, da ich morgen auch arbeite und dann kann ich ja nicht schlecht bei YouTube da irgendwie rumfummeln. Von daher wird es aber im Laufe des Tages, wird es morgen die Liste auch geben und dann könnt ihr da auch direkt draufklicken und loslegen und bestellen. Gut, ich freue mich, wenn euch die Stempelstunde gefallen hat. Ich hoffe, ihr mögt nächste Woche wieder dabei sein. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Entweder schreibt ihr mich an über konibe@web.de oder aber ihr hinterlasst mir hier gerne einen Kommentar. Das lese ich auch regelmäßig und antworte da auch gerne drauf. Ja, und dann freue ich mich einfach, dass ihr dabei gewesen seid und da es nachträglich geguckt habt, je nachdem. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, wenn euch meine Ideen gefallen haben. Und lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von mir sehen mögt. Und ich nehme auch gerne eure Vorschläge an, wenn ihr sagt, Konstanze, mach mal dieses oder das. Wie gesagt, der Herausforderung der Männerkarten habe ich mich schon oder werde ich mich jetzt schon stellen. Aber bringt gerne weitere Wünsche und Ideen an. Guckt morgen auf jeden Fall mal rein auf meinem Blog konibär.de.
Da werde ich dann sicherlich auch im Laufe des Tages nochmal alle Informationen zu dieser neuen Produktidee, also diese Online-Exclusives, werde ich nochmal was machen, weil wie gesagt, dazu gibt es keinen Katalog, aber es wird sicherlich mehr geben als das, was ich heute gezeigt habe. Ich freue mich zu lesen, dass Madeleine sich zumindest schon mal auf die nächste Stempelstunde freut. Ich freue mich auch drauf, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich mache. Das kommt ein bisschen drauf an, was morgen uns noch so präsentiert wird oder ob ich nächste Woche schon an die Männerkarten rangehe. Lasst euch überraschen. Ich werde mich rechtzeitig hoffentlich melden. Auf jeden Fall seid euch sicher. Nächsten Dienstag, 19:30 Uhr, bin ich wieder hier. Verzeiht mir, wenn es mal ein bisschen länger wird. Ich glaube, die Viertelstunde war okay. Genau. Habt noch einen schönen Abend und dann bleibt mir nur das zu sagen, was ich immer gerne am Schluss sage. Da ich schon wieder weiß, dass da so ein paar Kranke unter euch sind, sage ich erstmal euch nochmal gute Besserung für alle, die noch krank sind, kränkeln oder denen es sonst wie schlecht geht, auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für alles und ja, bleibt gesund, munter und kreativ. Bis nächste Woche. Tschüss.